Bei mir ist Hannes Jennecke. Hannes, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Das ist hier ja eine recht politische Veranstaltung. Wir haben den grünen Spitzenkandidaten hier und den Toni Hofreiter. Hast du selber schon mal darüber nachgedacht, dass du, da du ja offensichtlich auch ein sehr politischer Mensch bist, politisch für eine Partei aktiv zu werden? Also ich habe ein grünes Parteibuch, bin also Mitglied bei den Grünen, mache selektiv Wahlkampf, habe viel mit Künas gemacht, habe jetzt mit Becher in Freising gemacht für Bayern. Bin ehrlich gesagt heute auch nur hier, um Wahlkampf zu machen, weil ich glaube, nichts brauchen wir dringender als ein paar mehr Prozentpunkte bei den Grünen. Du lebst selber auch in Bayern. Was denkst du denn nach der Wahl? Ich meine, die CSU wird wohl ordentlich federn lassen, die Grünen wahrscheinlich, sieht ganz gut aus, recht stark. Wenn es jetzt tatsächlich zu einer Koalition kommt, denkst du, dass in der Konstellation sich diese Probleme angehen lassen? Also ich fürchte, dass Herr Söder natürlich zusammen mit den Freien Wählern und den Gelben, also der FDP, eine Koalition formt, was ich eine Katastrophe fände. Die demokratische Repräsentierung wäre natürlich Schwarz-Grün. Bin ein großer Fan von dieser Kombi, die hat ja oft in vielen Bundesländern sehr gut funktioniert. Und wir brauchen einfach ein grünes Korrektiv. Und wenn Söder ohne die Grünen eine Koalition formt, dann gibt es kein grünes Korrektiv. Und das finde ich halt, ehrlich gesagt, eine Katastrophe. Was kann denn der einzelne Verbraucher tun? Das ist eine Frage, die hast du vermutlich schon 10.000 Mal gehört. Aber ich denke, man kann es nicht oft genug sagen. Was kann der einzelne Verbraucher tun, um den Regenwald zu schützen? Fängt beim Holzkauf an. Wenn du Holz kaufst, kauf Fichte aus Deutschland. Kauf weder Meranti noch Teak noch Bankerei noch irgendein Tropenholz. Es ist fast immer illegal geschlagen. Vermeide Palmöl wie die Pest, wo immer Palmöl drin ist. Dafür ist Regenwald gerodet worden. Auch wenn Unilever und ähnliche Konzerne behaupten, es gäbe nachhaltiges Palmöl, es ist erstunken und erlogen. Das sind erst die beiden Hauptbaustellen. Grundsätzlich hat das natürlich auch wiederum mit jeder Form von Klimaschutz zu tun. Ich meine, der Wald ist der größte CO2-Speicher, den wir haben. Wir Deutschen fahren immer noch erschreckend viele SUVs und riesen Cayennes und Range Rover und Land Rover und Q7s und Q5s und G-Klassen. Und also mich wundert immer ein bisschen, dass der Deutsche so grün tut, aber er fährt dann bitte Autos, die möglichst viel CO2 verblasen. Nicht nur beim Fahren, sondern auch bei der Produktion. Insofern, das geht bis runter zu deinem Heizungsverhalten. Ich meine, es gibt Berechnungen, dass wenn jeder deutsche Haushalt die Heizung im Winter um 1 Grad runterdreht, könnte man ein AKW vom Netz nennen. Wenn jeder Deutsche seine Standby-Geräte auf ausschalten würde, könnte man ein weiteres AKW vom Netz nehmen. Also das hat irre viel mit unserem Konsumverhalten zu tun. Insofern, die Liste ist schlicht und einfach endlos. Ja, für solche Ansätze, gerade in der Politik auch, brauchst du natürlich progressive Kräfte. Das Erstarken der AfD und auch allgemein der Zuspruch zum Rechtspopulismus in ganz Europa ist ja eigentlich eher ein Schritt in die andere Richtung. Wie siehst du eine Chance, Leute, die auch oft aus nachvollziehbaren Gründen vielleicht den Rechtspopulisten ihre Stimme geben, die zurückzuholen und für den Klimaschutz und den Umweltschutz auch zu gewinnen? Also das Dümmste, was man tun kann, ist auf AfD-Wählern herumdreschen. Dieses Sagen, das ist alles dummes, braunes Pack, das bringt uns überhaupt nicht weiter, im Gegenteil. Ich glaube, da gibt es dann so eine richtige Trotzreaktion. Ich glaube, man muss die Leute nur mal darauf hinweisen, was in dem Parteiprogramm steht. Über inhaltliche Dinge diskutieren, weil die AfD hat einfach keine Lösung. Weder für den Pflegenotstand, noch für die Wohnungsnot, noch für den Klimawandel. Die haben einfach nichts im Angebot. Insofern muss man die Leute einfach mal bitten, sich die Zeit zu nehmen, das Parteiprogramm der AfD durchzulesen. Ich sage mal ein kleines Beispiel. Es gab gerade im BA eine Runde der kleinen Parteien, wo die gegeneinander argumentieren durften. Also erst Söder gegen Hartmann, Schwarz gegen Grün und dann die Kleinen. Und da hat der AfD-Kandidat tatsächlich auf die Frage, wie könnte man die Wohnungsnot lösen, geantwortet, ja, wir müssen die Flüchtlinge abschieben, dann ist das Wohnungsproblem gelöst. Also wer auf so eine Dummheit reinfällt, dem ist nicht mehr zu helfen, aber die haben schlicht und einfach keine Lösungsangebote. Und wenn man Leute darauf hinweist, dann glaube ich, kriegt man sie auch mal wieder zum Grün wählen oder einfach die Partei wählen, die tatsächlich versucht, einen gewissen Inhalt voranzutreiben. Alles klar. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Interview, wünsche einen schönen Abend und hoffe, dir hat es gefallen hier oder wird es gefallen. Es geht ja erst los. Genau. Lassen wir die Veranstaltung machen, danach sagen wir es schön. Okay, alles klar. Vielen Dank. Ciao.